17 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Großdemonstration gegen Sparpläne der Regierung in Wien. Mindestens 30.000 Menschen marschieren zum Bundeskanzleramt. Die Regierung bekennt sich zur Sicherung eines möglichst hohen Beschäftigungsniveaus und verteidigt die geplanten Maßnahmen als Voraussetzung dafür. Weiterhin Streikaktionen an den österreichischen Universitäten und Hochschulen. Der amerikanische Außenminister Schulz informiert die NATO-Verbündeten über seine Gespräche in Moskau. Golfkrieg. Der Iran setzt seine Angriffe auf Öltanker fort. Das Wetter morgen, Schlechtwetter. Die Meldungen. Suchst du was, Franz? Nein, wie kommst du denn auf sowas? Weißt du, Hila, ich mache also mache Ladel auf, dann mache ich anderes wieder zu, mache ich wiederum eins. Ja, nein, natürlich. Ach Gott, nein, ich suche etwas ganz Bestimmtes. Weißt du, etwas, was mich an eine Zeit erinnert. Du, apropos Zeit erinnern, du hast die Nachrichten jetzt nicht gehört, nicht wahr? Nein. Naja, was ich jetzt gehört, also Großdemonstration gegen die Sparpläne der Regierung und die Studenten demonstrieren und so, mein was Gott. Was, heute war wieder? Ja, jetzt, ja, ja, ja. Du, wenn ich daran zurück, kannst du dich noch an das Jahr 37 erinnern? Ja, schwach, aber ich kann mich erinnern. Nein, du warst zu jung dazu. Oh, ich kann mich schon erinnern. Für mich war das Jahr 37, der Oktober 37, der bleibt mir ewig in Erinnerung. Stell dir vor, damals, in einer Zeit, wo es hunderttausende Arbeitslose gegeben hat, wo man also froh war, wenn man irgendeinen Posten bekommt, bitte, wo alles dafür sehr billig war, für einen Schilling hast du können, ein Schnitzel mit Beilage im Gasthaus essen. Den Schilling hast du haben müssen. Ja, den Schilling hast du haben müssen, nicht wahr? Und zu der Zeit habe ich das ungeheure Glück gehabt, dass ich mein Dekret bekommen habe, dass ich definitiv als Bundesbeamter akzeptiert bin. Das war die sogenannte Pragmatisierung. Aha, wie? Und das ist also eine Urkunde und die suchst du? Die kann doch nicht dein Ernst sein. Die hast du noch? Entschuldige, was heißt die? Die habe ich noch? Das, ja, das glaube ich, dass ich die noch habe. Ich habe es vor kurzem erst in der Hand gehabt. Also vor kurzem oder zwei, drei Jahren kann das her sein. Länger noch nicht. Naja, bitte, ja, wenn ich genau nachdenke, vielleicht. Vielleicht sind es schon 9 oder 10 Jahre. Aber bitteschön, es ist ja egal. Franz, ich bitte, spar dir doch das Suchen. Glaubst du, dass der Bundeskanzler kommt und sagt, Herr Lafitte, wo ist Ihre Urkunde oder wie? Nein, das wird der Bundeskanzler sicher nicht sagen. Nicht? Aber du bist ein Beamter, also ich bin erpicht darauf, dass ich das alles in Ordnung habe. Du, es gibt nur noch eine Möglichkeit. Jetzt, weißt du, mein Kurzzeitgedächtnis ist ja nicht mehr sehr gut. Es könnte sein, dass ich da bei irgendeiner Gelegenheit, ich wüsste zwar nicht wozu und warum, aber es könnte ja sein, dass ich dann hier irgendeine Laut gegeben habe, aber das viel nicht. Wichtiger, mein Lieber, ist, dass ich noch immer nicht mein Kleid habe. Nun, was denn für ein Kleid? Frau, sag doch nicht so uninteressiert. Das Kleid, was ich mir zu Ehren deines Jubiläums für heute Abend bei der Scheller habe machen lassen. Ach so, ja. Ja, das gleich. Ja, natürlich. Entschuldige, dass ich. Ja, rein. Wer kann das sein jetzt? Ja, sehe ich. Ach, Otti, entschuldige bitte, dass ich so plötzlich hereintrete. Du, also jetzt muss ich dir einmal etwas sagen. Lerne endlich, dich nicht mehr zu entschuldigen, wenn du zu uns kommst. Du gehörst doch zur Familie, Otti. Bitte, in diesem Falle, also ich weiß nicht. Na, ist er in was für einem Fall? No, das ist wegen dem heutigen Souper-Abendessen heute Abend zu deinem Jubiläum. Na und? Nein, 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 nein. Da passe ich nicht hinein. Bitte, es hat zuerst geheißen, es ist im engen Kreise der Familie, vielleicht eventuell noch ein paar Freunde. Aber ich habe gehört, es schlagen sich jetzt noch einige Honoratioren dazu. Ja, das tun sie. Aber du denk endlich daran, ich wiederhole mich, du gehörst zur Familie. Bitte, das freut und ehrt mich sehr und ein paar alte Freunde hätte ich auch noch hingenommen, aber dass der Herr Bundeskanzler persönlich kommt, bitte, das überrascht mich sehr. Ja, also das ist ehrlich gesagt, also mich überrascht das auch. Ich meine, schließlich und endlich, nächste Woche hat er den Parteitag und jetzt hat er diese ganzen Geschichten da im Burgenland, also ich könnte mir vorstellen, dass er doch für heute Abend irgendwas Besseres vorhat. Aber Franz, ich bin ja ganz ergriffen von deiner Bescheidenheit. Stell doch nicht immer dein Licht unter den Scheffel. Schau mal, man würdigt eben deine Verdienste.
Spät, aber doch. Hila, du, ich meine, ich kenne dich ja jetzt lang genug. Bei dir weiß ich nie, meinst du das ernst oder ist das bloß wieder ein Spaß? Nicht wahr? Also ich glaube an das Ganze noch nicht. Ich glaube nicht daran, dass der Bundeskanzler wirklich kommt. Bitte, bitte, wenn er wirklich kommt, dann komme ich wirklich nicht. Der Bundeskanzler der Republik Österreich. Und die kleine Ottilie Schindel aus Tomaschew Kreschum der Kujeschnik. Nein, das geht wirklich. Bitte, wer weiß, ob der überhaupt weiß, wo das liegt? Ja, aber bitte, dich hat jetzt doch wunderbar gelegen, als gleich ein Gesprächsstoff mit ihm. Also, ich weiß nicht, ich find's nicht. Du, also, ich glaube, ich muss jetzt noch mal telefonieren. Ich habe ja gar keine Zeit mehr, dann dieses Kleid anzuziehen. Entschuldige bitte, aber ich will noch einen Sprung zu der Frau Sokol, ja? Ja, bitte, und ich werde es noch mal probieren. Na, servus. Der Deutschen geht dem Krepieren entgegen, ich weiß nicht. Hätte ich so einen Kapok prüfen, da war es zu wenig, oder hätte ich so einen mehr sehen. Ja. Frau Sokol, Stellen Sie sich vor, Frau Sokol, Sie bestehen darauf, dass ich bei dem heutigen Menüabendessen anwesend bin? Ja, vielleicht doch ein bisschen mehr. Frau Otti, haben Sie je einen Rehrücken gemacht? Nein, bitte, ich esse keine geschossenen Wald- oder Wildfrüchte. Sie reden vom Bambi und ich rede von einer Möschbes. Bitte? Ja, Möschbes. Bitte. Ja, wieso wird denn die nicht der Herr Janek liefern? Keine Rede. Ausgeschlossen mit dem Janek bin ich besser auf immer und ewig. Nein, aber was ist denn geschehen? Was ist denn geschehen? Wissen Sie, dieser Mensch hat doch die Frechheit, mir zu sagen, ich vertreibe die Kunden aus dem Kaffeehaus, weil ich unliebenswürdig bin. Unliebenswürdig. Ich frage Sie, war ich je unliebenswürdig? Na ja, also ich weiß nicht. Aber vielleicht hat es der Herr Janek gar nicht so gemeint. So, dann hat er es aber wiederholt. Vielleicht hat er es wiederholt auch nicht so gemeint. Ja. Der Herr Janek ist doch eine ausgesprochen milde Sorte von einer Natur. Kennen Sie, sei doch verliebt in den Janek. Was, ich bin verliebt in den... Na, wie können Sie sowas sagen? Also da soll auf dieser Stelle soll mich gleich der Blitz treffen, wenn ich in den Herrn Janek verliebt bin. Also leicht gesagt, weil wo nehmen Sie um die Jahreszeit gar keinen Blitz her? Mir ist es auch wurscht, ob Sie verliebt sind oder nicht verliebt sind. Jedenfalls ich hasse ihn. Hassen? Ja. Nein, bitte nicht hassen. Nein, da muss ich sofort irgendetwas wegen einer Versöhnung unternehmen. Sie unterstehen, Sina. Ja, ich werde mich unterstehen. Und zwar sofort. Servus, Otti. Was ist denn los? Du bist ja ganz echauffiert. Entschuldige, ich muss nur einen Sprung in die Konditorei zwecks einer Versöhnung. Aber wir sehen sich ja gleich bitte, wieder. Bitte. Na, das fängt ja gut an. Alle. Was ist da? Ah, ja, Herr Guido, grüß Gott, ihr bleibt ja gar keine Zeit. Na, das scheint ein lustiges Jubiläum zu werden. Servus, Franz. Ja, gut, du bist schon da. Ja, ich bin schon da und werde mit stets wachsender Begeisterung empfangen. Ja, aber ja, servus, Franz. Ja, servus, aber du weißt doch, dass es heute gar keine Jausen gibt. Ja, wegen dem Jubiläum. Sag mal, was lachst denn du so dumm? Ich lach immer dumm. Du hast es nur nicht bemerkt im Laufe der Jahre, die wir miteinander verbracht haben. Du merkst überhaupt sehr vieles nicht. Im Laufe der Jahre. Ich love it. Sag mal, was hast denn du? Also nichts, gar nichts. Wo ist denn die Hila? Die Hila, die telefoniert mit der Scheller. Die erwartet doch für heute ein Kleid. Ein Kleid erwartet sie? Ja. Okay. Wegen dem Jubiläum, fürs Jubiläum. Ich lache mit dem. Sag mal, warum lachst denn du schon wieder so dumm? Du wirst mir noch besser machen. Bitte schau. Du hast damals einen sehr guten Posten gehabt. Du warst ein gesuchter Facharbeiter. Aber für mich war es wirklich eine große Sache damals. Und es freut mich, dass es Leute gibt, die heute noch daran denken. Und ich freue mich über diese Ehre. Ich glaube, das haut mich hin. Wie du mir am Telefon gesagt hast, dass der Bundeskanzler zum Essen kommt. Hast du ihn denn eingeladen? Du bist wohl nicht bei Trost. Wie käme ich denn dazu, den Herrn Bundeskanzler einzuladen? Na, das war ganz anders. Vor ein paar Wochen
Bitte, damals war noch politisch keine so bewegte Zeit. Hat aus dem Bundeskanzleramt irgendeine Sekretärin angerufen und hat gesagt, also bitte, der Herr Bundeskanzler möchte mir gerne seine Aufwartung machen. Das ist ein Blödsinn natürlich, das hat er nicht gesagt, aber die war halt so höflich, Aufwartung machen. Mhm. Und er möchte gerne wissen, wann es mir passt. Haben wir gedacht, na gut, also bitte, wenn wir das so spielen wollen, spielen wir so. Ich gesagt, ja, es würde mir passen, am Samstag, den 24. Oktober abends. Und jetzt wirst du lachen. Er hat zugesagt. Ist das denn möglich? Also, Franz, alles in Ordnung. Das Kleid ist unterwegs. Ja, grüß dich, Guido. Ja, du weißt, gell, dass es heute keine Jause gibt. Ja, das alles auf Ehre, das weiß ich und noch mehr. Was ist denn? Warum lachst du so? No, er hat heute einen besonderen Tag. Was? Wieso? Was soll das heißen? Komm bitte, um Gottes Willen, reg dich nicht auf und sei bitte, strapazier unsere Nerven auch nicht. Ja. Sei lieb. Weißt du, Guido, denn heute haben wir auch einen besonderen Tag. Ja. Ihr Loch mit Peppert. Ja. Frau Sokol, hier sind wir. Diesen Herrn wünsche ich hier nicht zu erblicken. Na bitte, bitte, was habe ich gesagt? Unliebenswürdig und aggressiv. Und da bestreitet diese Frau, dass sie Gäste aus der Konditorei treibt. Wer vertreibt Gäste aus der Konditorei? Sie vertreiben die Gäste aus der Konditorei. Und wissen Sie warum? Wenn Sie Ihre Kekse oder Ihre Backwaren machen, deswegen vertreiben Sie die Gäste. Das Klumpert ist doch nicht zum Fressen. Also das ist ja die Höhe. Das sagen Sie mir, sag ich. Eine Frau, die vom Kochen und Backen keine Ahnung hat? Herr Janik, bitte schweigen Sie! Oh nein, hier geht es um eine Konditor-Ehre. Und die lasse ich mir von einer Küchenanalphabetin nicht verunglimpfen. Alphabetin hat er zu... Ja? Ich stelle mich da nicht her mit dem, ich setze mich wieder nieder. Bitte, das haben Sie von Ihrer Güte, liebe Frau Otti. Dieses Weib ist ja... Ach was, ich gehe. Ist auch besser. Entschuldigen, störe ich? Das weiß ich nicht. Das ist mir auch wurscht, ich gehe. Kompliment, sehr unangenehm, entschuldigen. Bitte bin ich hier richtig bei Sektionschef Lafitte und Familie. Na bitte, steht ja hier an der Tür, hier ist dein Tafel und da steht's. Ist richtig, man könnte es natürlich anders ausdrücken. Sie sind Ausländerin? Na, was interessiert Sie? Das habe ich Sie gefragt, von wo Sie herkommen. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn nicht uninteressant. Ich komme nämlich vom Bundeskanzleramt. Was, vom Bundes, vom Kanzler, also vom Herrn Kanzler? Beiden, Bundes und Kanzler zusammen. Persönlich vom Herrn Kanzler? Ja, das heißt also nicht persönlich, aber in seinem Auftrag, von seinem Amte. Mein Name ist Julius Grillbasser, ich bin Beamter im Bundeskanzleramt und habe heute Journaldienst. Na, jetzt verstehe ich aber überhaupt kein Wort. Das macht nichts. Ich komme ja auch nicht zu Ihnen, nehme ich an. Ich möchte zu Herrn Sektionschef Lafitte und Familie. Dürfte ich da vielleicht irgendjemanden Ihnen sprechen oder Sie, die Familie, die... Ja, heute, ne? Ich werde Sie sofort anmelden, bitte. Ist nett. Sagen Sie, wie haben Sie gesagt, war der Name? Grillparzer. Den Namen muss ich schon irgendwo einmal gehört haben. Gastarbeiter. Ja, guten Tag. Guten Tag, Nächste, bitte, mit wem habe ich die Ehre des Vergnügens? Ja, mein Name ist Sokol, aber das wird Ihnen nichts geben. Nein, es gibt mir gar nichts. Ich meine, mein Name ist Grillparzer, wenn Sie... Ganz pflanzen Sie mich nicht. Heute ist mir nicht die Laune, auf pflanzt werden. Das ist neu, dass jemand böse wird, wenn ich meinen Namen sage, ist neu. Manchmal lächeln die Leute, manchmal schauen sie ungläubig, manchmal schauen sie ungläubig und lächeln oder lächeln zuerst und schauen dann ungläubig, aber böse ist noch keiner geworden. Wollen Sie damit sagen, dass Sie wirklich so heißen? Ja, so wie der Verblichene. Wie der Dichterfürst, nicht? Ich möchte aber betonen, dass ich mit ihm nicht verwandt bin oder verschwägert und schon gar nicht befreundet. Ich bin ein kleiner Ministerialbeamter und... sonst eigentlich nichts. Was ich mich aber an meine Schulzeit erinnern kann, das war der aber auch. Das weiß jedes Kind. Nur ja, war ja. Ein größerer Ministerialbeamter. Aber Hofrat, ne? Das war ja damals. Ja. Naja, aber ich mein Dichterfürst. Ne? Das bin ich nicht. Was für einen Rang haben denn Sie? Ich bin in der Dienstklasse
6 wird Ihnen nichts sagen, ne? Sagt mir nichts, nein. Das habe ich mir gedacht. Dienstklasse 6, das ist so ein Mittelding zwischen Vorzimmerfigur und reitender Bote, wenn Sie den Witz verstehen. Nein. Erklären kann man es nicht. Dann lassen Sie es. Ja, das ist mir... Guten Tag. Guten Tag. Ja. Frau Sokol. Bitte, Sokol. Ja, guten Tag. Mein Name ist Lafitte. Meine Verwandte sagte mir, dass Sie vom Bundeskanzler kommen. Ja, das heißt also von seinem Amte. Ja, bitte sehr, Herr. Ach, entschuldigen Sie, ich glaube, meine gute Otti hat Sie da nicht richtig verstanden. Sie heißen doch nicht wirklich Grillpatzer. Patzer? Nein. Manchmal wünsche ich was. Nein, Grillparzer. So, wie so, der. Ja, Sie können sich vorstellen, was ich da schon in der Schule mitgemacht habe mit dem Namen. Ein Abkömmling. Nein, überhaupt nicht fragen. So viel weiß, bitte vielleicht. Ja, ganz bitte, aber bitte kommen Sie doch weiter. Bitte sehr, Grillparzer. Bitte. Kommen Sie nur. So. So. Er heißt Grillpanzer. Das ist meine Frau, das ist mein Bruder und das ist der Herr Grillparzer. Julius Grillparzer. Oh, Frau, Herr Bruder. Sie haben aber einen berühmten Namen. Ja, Julius, wegen Meindl. Entschuldigen Sie, aber diesen Witz mache ich schon tausende Male. Daher lache ich nur mehr kurz. Ja, ist immer sehr gut. Bitte, bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Grillparzer. Frau? Bitte. Herr Bruder? Ja, also... Was führt Sie zu uns? Ja, es ist Ihr Jubiläum, Herr Sektionschef. Ich gratuliere übrigens, Herr Sektionschef. Danke. Meine Frau, Herr Bruder, es ist ja sonst, wäre ja eigentlich heute nicht mein Dienst so Samstagnachmittag. Und es ist ja auch nicht direkt üblich, dass ein Bundeskanzler seine befreundeten Minister zusammenfängt und tagt an einem Samstag, nicht? Aber wissen Sie, die politische Situation, speziell im Osten, ich meine den Golf. Ach so, den vom Neusiedler See. Oder auch diesen. Ja, ja. Jedenfalls ist die ein bisschen, ich bin die Wurzen. Ja, bitte, entschuldigen Sie, da Frau. Was haben Sie mit der politischen Situation zu tun? Nein, Gott sei Dank nichts. Ich meine, ich küre ja keinen Landeshauptmann. Das geht mir gar nichts an. Nein, aber ich meine, wenn der Bundeskanzler schon irgendwo tagt, dann muss halt einer Dienst begehen. Ne? Worin besteht Ihr Dienst? Nichts eigentlich, sitzen. Naja, es muss ja einer da sein, ne, der notfalls aufstehen kann. Ich meine, wann was anfällt, dass der... Und es ist eben etwas angefallen, es ist nämlich Ihr Jubiläum, Herr Sektionschef, ich gratuliere. Ja, bitte. Frau, Herr Bruder. Und da haben wir eben gedacht, da machen wir eine große PR-Aktion mit dem Bundeskanzler. Eine PR, was ist das? Public Relation Action. Sie sprechen Latein, Herr Sektionschef? Ja, Latein schon. Ja. Na eben, also Public Relation, das heißt also, der Bundeskanzler wäre gekommen mit den ganzen Fotografen und mit den Reportern. Ah, deswegen. Mit allen, nicht? Ja, ja. Wäre er gekommen. Also wie man sagt, eine Public Relation. Ne? Naja, na, schauen Sie, das sind so Einfälle von dem Löschnack seine Unterläufeln. Wirklich. Und der Bundeskanzler in seiner unendlichen Güte, ich meine, der ist ja so ein guter Lodge, der geht ja heute schon zu jedem. So wollte ich es nicht. Nein, Kniff. Nein, also mit einem Wort, er kommt nicht. Er kommt was nicht. Was? Im Moment, er kommt nicht? Nein, er kommt nicht. Kniff, er kann nicht, weil er ist ja dienstlich geheim unterwegs. Er tagt. Nicht? Er tagt geheimdienstlich. Also ich meine, nicht geheimdienstlich, geheim. Der tagt so geheim, dass nicht einmal ich weiß, wo sich der auf Nacht herumtreibt. Aber bitte, keine Sorge. Es kommt der Vizekanzler. Auch nicht schlecht. Sein natürlicher Vertreter. Ja, aber natürlich, aber bitte, der Herr Vizekanzler ist uns natürlich herzlichst willkommen. Danke vielmals, das ist ja gutes Recht. Ich halte es ja für einen Missbrauch meiner Arbeitskraft. Schauen Sie, in so einem Fall, ich meine, es kennt sich das Sekretär vom Herrn Bundeskanzler oder das Sekretär vom Sekretär vom Herrn Bundeskanzler könnte sich doch ans Telefon hängen und könnte sagen, sorry, Sie verstehen Latein, Herr Sektion. Ja, sorry. Ja, ja. Und also, es geht nicht. Nix ist, ich kann nicht. Und dann könnte ein anderer Unnötiger vom Herrn Vizekanzler könnte ja anrufen und könnte sagen, dass er Ihnen ins Haus steht, der Herr Vizekanzler. Nicht? Ja. Nein, aber das muss alles den Amtsweg gehen. Mhm. Ich muss mich mit Vehemenz ins Dienstauto werfen. Und was? Sie haben ein Dienstauto? Geborgt.
Von der Frau Staatssekretär Donal. Oh. Die wollte einmal im Leben mit der Straßenbahn fahren. Am Samstagnachmittag hat sie sich gedacht, die Demonstrationen sind auch schon größtenteils vorbei. Da geht es. Und außerdem hat der Wagen ja ein Telefon. Und ich muss ja immer erreichbar sein. Ich muss ja hin und her rasen. Ich bin, entschuldigen Sie, Trotzstern sollte rasen. Ich habe alles. Auf Wiedersehen, ja. Frau. Entschuldigen Sie, ich wünsche noch einen schönen Abend. Ich wollte nur kurz. Ja, aber danke. Bitte Sie, ich bringe Sie hinaus. Na, bitte nicht, ich hab's eilig. Ach so. Danke, auf Wiedersehen. Gute Nacht. Sie, heißen Sie wirklich Grillparzer? Na, glauben Sie, ich nenne mich als Hetz so. Sie, Sie schauen nämlich, wem so ähnlich, einen gewissen Swoboda. Ja, den kennen, ich kenne niemanden. Keinen Swoboda, den ich ähnlich schauen könnte. Ja, wissen Sie, vielleicht ist es nicht der Swoboda, aber jemanden schauen Sie ähnlich wie aus dem Gesicht gerissen, wenn ich nur wüsste, aus welchem Gesicht. Dame, werte Dame, schauen Sie. Ja. Jeder Mensch schaut irgendeinem Menschen ähnlich. Voll. Sie schauen ja auch sicher wem ähnlich. Meinem Vater, ja. Das ist Ihr Pech. Ja. Unseins. Auf Wiedersehen. Hallo. Schaut, dass der Bundeskanzler nicht kommt. Nur sehr fescher Mensch, nicht? Sie kann es ja auch nicht übel, oder? Nein, nein. Ja, sehr richtig gut. Und Bundeskanzler. Außerdem, du, ich glaube ja, dass der Vizekanzler nicht nur das übernimmt, diesen Besuch, sondern dass er natürlich auch übernimmt die ganzen Fotografen und Journalisten. Die also Franz, sei mir nicht böse, ich kann mir nicht vorstellen, dass das viele Wähler bringt, wenn sich ein Politiker mit dir fotografieren lässt. Du, also jetzt hörst aber auf, Guido. Schau mal, du wirst sehr, sehr stolz sein, wenn du in einer Illustrierten deinen Bruder siehst mit dem Herrn Vizekanzler, der den deinen Bruder ehrt, würdigt für seine Verdienste, mein Lieber. Das wird ein Bild. Unbezweifelt. Ja. Du, Guido, du hast das schon wiederum mit so einem Unterton gesagt. Gleich wirst du wieder lachen. Ich werde dir jetzt etwas sagen. Franzi, behalte bitte, was du dem Guido sagen wolltest. Sag einmal, ja, begrüße was euch alle. Hast du denn sehr, da nach langer Zeit. Grüße, servus, Guido. Ja, Kinder, also darf ich das kurz einführen? Das ist mein neuer Wachhund, Pimpi. Ne? Seid bitte vorsichtig, der ist auf den Mann dressiert. Ne? Ich übernehme keine Haftung. Es ist nämlich so, weißt du, Hilla, du lachst. Schau mal, diese ganzen Börsengeschichten, diese Aktiengeschichten, weißt du, dadurch habe ich in meiner Wohnung so viel Wertgegenstände gelagert, Waschmünzensammlungen und Coupons und alles. Ich brauche eine gewisse Bewachung. Ne? Das macht jetzt für mich der Pimpi. Was heißt, da gibt es gar nichts? Übrigens, Franzi, ich habe draußen gehört von der Sokol, ja, dass der Bundeskanzler nicht kommt. Also ich bin etwas überrascht. Ich habe überhaupt gar nicht gewusst, dass er kommen soll. Nicht wahr? Ich meine, warum werde ich von staatspolitischen Dingen dieser Art nicht informiert? Ja, aber Kurt, reg dich doch gar nicht auf. Du bist doch viel besser informiert als wir. Du bekommst deine Informationen aus der Küche. Und da muss ich sagen, die Frau Sokol, die hat immer schon über uns viel mehr gewusst als wir selber. Also Franzi, ich bin nicht hier, um die Informationstechnik der Frau Sokol zu prüfen. Ich bin hier, Kinder, um euch in einer zutiefst menschlichen Sache um Hilfe zu bitten. Was ist los? Naja, also Kurt, falls diese tiefst menschliche Sache etwas sein sollte, dass es sich um Geld handelt, also da... Wie kommst du denn auf diese abstruse Idee? Da lacht ja sogar der Pimpi. Ah, ja? Nein, nein. Also Kinder, es geht darum, ein sehr lieber Freund von mir, ja, ein gewisser Herkules. Herkules? Ja, sein Name ist das, der eine, der gegangen ist, der heißt Grillparzer und der andere, der heißt richtig. Was? Herkules. Wie verrätst du? Nicht so, wie du sagst, Herkules. Verrät du nicht gut, heißt er nicht Herkules? Ein gewisser Herkules. Sehr lieber Freund von mir. Das ist komisch, den hast du aber von mir nie gelernt. Naja, weißt du, ich kenne ihn ja selber seit kurzer Zeit. Ach so. Weißt du, dieser Herr Kuhl, das ist ein sehr wohlhabender Mann, mit dem ich noch allerhand tolle internationale Geschäfte machen werde. Ah, da wird er nicht lang sehr wohlhabend sein. Was redest du da? Wenn ich dir sage, dass wir ein riesen internationales Projekt haben, österreichische Zahnpasta in den vorderen Orient. Ja, das also das sagt dir alles. Also bitte schön, Kinder, was wichtig ist, nervös, weil der spürt den Föhn. Föhn spürt er immer. Ja. Er ist auch ein bisschen blasser als sonst. Weißt du, ist das ein Bellen von dem? Nein, die Zizimaus spricht mit ihm. Was ich noch sagen wollte, dieser Herr Kuhles, ja, der hat eine Tochter. Mhm.
Ja. Ja, Töchter gibt's in den wohlhabendsten Familien. Also, da muss ich aber schon sagen, das heutige Jubiläum scheint euch eine euphorische Jubelstimmung zu versetzen. Ja, das Jubiläum. Da jammert sogar der Pimpi. Also, du, aber jetzt, jetzt will ich dich allen Ernstes bitten. Ja, bitte schön, bitte vielleicht ein bisschen später. Nicht wahr? Weißt du, dieser Cooles, nicht wahr? Das ist eine Problematik, nicht wahr? Naja, schau, seine Tochter, ja, die heiratet demnächst, genau gesagt morgen, Kinder, und ich habe kein passendes Hochzeitsgeschenk für Sie. Und was sollen wir da machen? Schau mal, Hilla, die Sache ist so. Ja? Ich bin auch, jetzt ist schon alles zu und ich bin auch derzeit pekuniär in einer gewissen Depression. Also, ich habe momentan kein Geld. Ja, ich auch nicht. Naja, also bitte erspar dir deine Ironie, nicht wahr? Und dann hast du sie dann schließlich auch in der Not, nicht wahr? Ich habe mit der Zizimaus schon besprochen, was wir ihm vielleicht schenken könnten, also der Tochter von Cooles, nicht wahr? Vielleicht aus dem Haushalt etwas. Wir haben da manches überzählig. Staubsauger wollten wir ihr schenken. Genau. Aber es ist ein älteres Modell aus der K&K-Zeit. Das ist mehr historischer Wert. Und dann, schau, dann habe ich mir überlegt, naja, ihr lacht immer. Ja. Wenn man in Not ist, frisst der Teufel Frieden. Also hör zu, ich habe, was ich doppelt habe, ist Rasierpinsel. Na wunderbar, du, da brauchst du nur noch ein Packerl Rasierklingen kaufen, hast du ein ganz originelles Hochzeitsgeschenk. Ach, also, euer Humor, Kinder. Weißt du, Hilan, dann wollte ich dir noch sagen, ich hoffe, du deutest den Blick, den ich dir jetzt zuwerfe, so wie ich in meinen, lieber Franzin. Habt ihr irgendetwas, Kinder, was ihr, das ist meine Frage, ruhig, Pimpi, was ihr entbehren könnt? Ja, eigentlich nur dich. Franz, jetzt hör mal auf. Na gut, ich muss aber auch sagen, wirklich, ich meine, es ist ganz, ganz was Seltsames, was du uns da zumutest. Ja. Wir sollen darüber nachdenken, was wir jemandem schenken, den wir nicht kennen, von der wir nicht wissen, wie alt sie ist und was sie mag und was sie des Geistes Kind ist. Hilla, darf ich dir etwas sagen? Diese Tochter, die da heiraten soll, ist es ein Problem der Natur. Sie ist ein bisschen schwergewichtig. Sie ist eine Mischung zwischen Schwerathletin und Grottenolm. Grottenolm neigt natürlich mehr zum Grottenolm. Pimpi, was hast du denn? Ja, bitte, was sagen? Der Pimpi hat von dir genug. Ich werde den armen Hund ins Boden ziehen. Bitte sei vorsichtig, übernehme keine Haftung. Ja, es ist schon gut. Mann dressiert, lieber Franz. Also, Kurt, hörst du auf? Ja. Meinst du das alles ernst, was du da sagst mit dem Hund? Naja, weißt du, es ist ein bisschen. Also, erzähl weiter von diesem Mädchen. Das ist die Problematik, was schenkt man dem? Es ist ein bisschen sehr füllig. Hast du den. Was ist sie füllig? Füllig, ja. Hast du den seligen Adi Berber gekannt? Adi Berber? Du wirklich nicht. Ach, du kannst den Adi Berber. Der Adi Berber! Ein Boxer oder? Was da der Weltmeister am Heumarkt vom Freistil-Regulierer. Also, da gehe ich nicht hin. Ja. Nein, aber wie kann man denn diesen Herrn Adi Berber mit einem Mädchen vergleichen? Ich meine, was ist die? Ist die eine Schwerathletin oder was? Naja, sie hat schon gesagt, Schwerathletin. Ja, ich verstehe nicht, was soll dir der schenken? Um Gottes Willen, ich kann ja doch zum Beispiel nichts zum Anziehen schenken. Weil ich Kleider von mir, ich hätte ein paar. Aber ja, du, da musst du gar keine Sorgen. Ich meine, für die Braut von Cooles muss ich jedes Kleid ändern. Es ist eine Art Mammut. Nein, aber ich kann mir keine alten Sachen schenken. Weil, meine, das kann man doch nicht. Man kann doch nicht einer Braut wirklich zur Hochzeit ein altes Kleid schenken. Das einzig Neue, was im Haus ist, das kommt erst. Kinder, Moment, da fällt mir etwas ein. Der Panneker, der kennt man aus der Verlegenheit. Der Panneker, ein sehr lieber Freund von mir. Auch einen, den du erst vor ein paar Wochen kennengelernt hast? Nein, der Panneker, den kenne ich schon längere Zeit. So. Das ist ein Altwarenhändler. Du kannst bei ihm Waren aller Art kaufen. Der hat bestimmt auch Kleider in Übergröße. Er handelt mit eurem Eierhandgranaten, Marmorkuchen, Schutzmittel jeder Art, nicht wahr? Alte Romane. Ja, du, darf ich einen Moment telefonieren? Ja, bitte, wenn er nicht ausgerechnet auf die Fidschi-Inseln ist. Was ist Fidschi-Inseln? Nein, der Panneker, dass mir der nicht eingefallen ist. Der wohnt ja in seinem Chef. Einen Moment. Also wirklich, mein Kopf. Jetzt ist er total zusammengefallen. Der ist so klar wie die sieben Zwerge. Hört man nur noch das Schneewittchen. Ist schon da, ja? Liebe Frau Sokol, grüß Gott, tritt ein, bring Grieß herein. Sagen Sie, zu was bringen Sie mir einen Grieß herein? Grüß Gott, tritt ein, pflegt man zu sagen, wenn man einen Raum betritt. Und bring Grieß herein, habe ich mir erlaubt, dazu zu setzen, denn ich bringe Grieße. Grieße? Kennen Sie keine Grieße? Vom lieben Herrn Janek.
Sagen Sie, Frau Otte, sind Sie auch schon, ich meine, haben Sie was getrunken? Ja, einen Eierlikör hat mir der Herr Janek aufgewacht und der macht mich so, ich sage Ihnen nicht, ich habe direkt eine Lust in mir, ich könnte singen. Für nichts, uns voll ja noch zu haben. Wieso? Ich habe doch herrlich eine sehr hübsche Stimme. Ah ja, zeig's her. Ich schnitt es gern in alle Rinden ein, ich grieb es gern in jeden Kieselstein, ich möchte sein auf jeden Blumenbeet, auf jeden... Ich hätte tiefer anfangen sollen. Im Keller. Ja, kommen Sie, Frau Otte, setzen Sie noch einmal da her. Ich wär so schön dein Sessel platz. Oh, danke schön. Ich werde Ihnen einen starken Kaffee geben, das kann für Sie jetzt nur günstig sein. So einen Schluck starken Kaffee werden Sie doch gern trinken, ja? Und dann, ich bitte Sie, Sie könnten mir nämlich eine große Gefälligkeit erweisen. Tut mir leid, Kinder, tut mir leid. Das mit dem Panniger, das klappt nicht. Ne? Ich hab Pech gehabt mit dem Panniger. Ne? Der Panniger ist gerade inhaftiert worden. Ne? Gerade wie ich, ja, wie ich angerufen habe. Polizei, nicht war arretiert worden wegen Lagerung verdächtiger Waren. Kurt, ne? Was hast du für Freunde? Na ja, schon, mein Gott, das ist menschlich. Ne? Das ja, ist ein nettes ja. Ja, Problem. Und so ja. Nochmal kurz, also, ja. Wann der Kriminalbeamte, der ja. Den da verhaftet ja. Hat, ja. Der hat sich gar nicht erkundigt, wer du bist. Aber natürlich, ist ein sehr netter Mensch, auch in der Konversation, sehr flüssig, nicht wahr? Und wir haben sehr nett geplaudert, nicht wahr? Und dann habe ich ihm also gesagt, wer sind Sie? Wer sind Sie, Herr Kommissar? Na ja, und dann hat er gesagt, er möchte mich aufsuchen, persönliches Gespräch. Ja, ja, ich habe ihm dann deine Türnummer gegeben. Warum? Aber sie kann doch die Kriminalpolizei nicht meine beengte Wohnung da herein. Das ist ganz unmöglich. Außerdem, der Bimpi würde ihn auf der Stelle zerreißen. Dein Bruder ist mein Sohn. Sie müssten halt, Frau Otte, das sehr diplomatisch sein, ja? Ja, natürlich bin ich diplomatisch. Bin diesmal diplomatisch. Ja, bitte, Sie dürfen dem Janek nicht sagen, dass ich Sie gebeten habe, für mich zu intervenieren. Jetzt werden Sie wieder nicht wissen, was das Wort bedeutet, nicht? Erraten, was bedeutet's? Also, das bedeutet, dass Sie also dem Janek sagen, Sie hätten auf mich hineingerötet wie auf ein krankes Ross. Na, das mit dem Ross, sagen Sie ihm lieber nicht, das bezieht er sonst wieder auf sich. Also, Sie sagen jedenfalls, Sie haben mich überredet, dass ich also wieder bereit bin, ihn hier zu empfangen. Und von da ab müssen Sie aber dann ganz schlau sein, ja? Ja, ich bin schlau. Ich habe ja, dieser Eierlikör hat ja eine Schlauität in mich gesät. Also, was soll ich machen? Ja, also, Sie könnten ihn auf die Idee bringen, dass er mir zur Versöhnung ein Mörschbeiß schenkt, zum Beispiel. Ballatschinken? Nein, und auch keinen Kaiserschmarrn, nix Warmes, aus dem Geschäft was. Also sowas Tortenähnliches, ja? Ja, genau, genau, Sie haben es ja erfasst. So, und jetzt, Frau Otte, gehen Sie hinunter, ja, singen Sie am Gang weiter und tun Sie ganz diplomatisch sein, ja? Natürlich, ich bin ja schlau. Schlau. Es hat an der Türe geleitet. Na, hätten sie aufgemacht. Also auf diesen Gedanken bin ich nicht gekommen. Deswegen der schlaue Idee. Grüß Gott. Oh. Sorry. Pardon. Grüß Gott. Ich soll das für die Frau Lafitte von der Frau Scheller abgeben. Danke vielmals. Bitte. Wiedersehen. Wiederschauen. Von der Frau Lafitte wieder von den Augen gekriegt. Bitte sehr, ach, hier ist. Das kann ja nicht wahr sein. Eine Frau für Sie, was von der Frau Scheller. Ja, ach, ja. Endlich, soll ich denn Gott sei Dank. Nein, ich mach schon. Danke so, vielmals. So, hoffentlich ist das was Schönes geworden. Wie bitte? Was ist das? Was? Schaut euch das an. Franz, was sagt ihr dazu? Was ist? Ja, Kinder, was ist? Seid doch nicht so herzlos, Hila. Ich meine, schau mal, ich bin unter Druck wegen der coolen Braut. Ich weiß ja nicht, was sie schenkt. Hör auf, ich bitte dich, hör auf. Aber ich weiß, was ist das? Ein Reitkostüm gehört irgendeiner Riesin. Na, natürlich, na ja, verwechselt. Ein Reitkostüm kannst du wirklich nicht tragen heute. Außer wir mieten unser Pferd. Ja, ich bitte dich, du, mach dich nicht immer lustig über Leute, die gerade verzweifelt sind. Ja, gib mir das. Na ja, Kinder, verzweifelt ist ja auch Unsinn. Ich bin ja nicht verzweifelt. Das ist ganz wurscht. Ja,
Moment, dieses aber Hilla, das ist doch eine wunderbare Idee, dieses Kostüm für die Cooles Braut. Ja, aber um Gottes Willen, weißt du, ob sie eine Reiterin ist? Aber das wäre wurscht, aber wenn wir müssen drüber reden. Moment. Wenn wir das Kostüm behalten, müssen wir es ja auch bezahlen. Ja, du wirklich, Kurt, das muss zahlen. Auch Kosten musst du. Ja. Selbstverständlich werde ich das Geld überweisen. Aha. Ach, du wirst es überweisen. Wann denn? In der nächsten Zeit. Oje, also nie. Wann? Also bitteschön. Ich könnte jetzt den Pimpi reinholen. Yes. Herr Janik, bereit zu jeglicher Versehnung, aber bitte nur schnell, weil der Eierlikör hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Frau Sokol, ob zwar ich also den Streit nicht angefangen habe. Na, ich vielleicht. Na bitte, ich möchte nichts sagen, aber zum Zeichen der Versöhnung habe ich etwas mitgebracht, bitte. Und darf ich dieses Geheimnis lüften? So, nein, ein Rehrücken. Ja, Janik, Sie sind ein Hellseher und ich muss Ihnen was gestehen. Meiner ist mir tot. Missglückt. Also bitte schön, Sie können ruhig sagen, dass es das Prachtstück von Ihnen ist. Ich habe nichts dagegen. Na, was sagen Sie, Ist das nicht ein lieber Mensch, dass Sie sagen, oh mein Gott, ich könnte ihm... Jetzt habe ich ihn entehrt. Entzückend. Da ihr zwei... Ich glaube, die Frau Otti steht auf mich. Ich bin wieder da. Ja, ich freue mich wie ein kleines Kind. Ich muss entschuldigen. Sagen Sie, kennen Sie einen gewissen Quabil? Nein, und ich schaue ihm auch nicht endlich. Ich möchte dringend. Entschuldigen Sie, ich weiß, was vorgeht. Ja? Ja, herein. Ich bin wieder da. Oh, ja. Herr Sektionschef, Sie haben es bemerkt, ich bin wieder da. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Es ist nämlich gerade, wie ich runterfahre mit dem... wie ich, ja, das ist mein Schwager, von dem können Sie ruhig reden. Ah, ja. Ja, na bitte, ich habe ja keine Staatsgeheimnisse auszuposaunen, aber Vorsicht, ist die Mutter in der Porzellangasse. Mein Name ist Grillparzer. Ja. Entschuldigung, ich habe verstanden, Grillparzer. Ja, ein verständnisvoller Herr, ne? Ja. Ja, also ich steige gerade ein ins Dienstauto, hat es geklingelt, habe ich mir gedacht, aha, ist wie einer das Auto von der Donau mit dem Vorradl überholen, aber es war das Telefon, die hat auch ein Telefon im Auto. Und es hat angerufen, der Herr Sekretär vom Herrn Vizekanzler, ein gewisser Herr Sorge, Noma ist Oma, Sie verstehen das. Der Herr Vizekanzler kann auch nicht kommen, aber er schickt einen schönen Gruß, nur es ist halt auch, seine politische Situation ist ein bisschen verzwickt, ne? Und er glaubt, es wird alles vorbei sein auf Nacht, aber es zirkt sich. Ist ja besser, wenn wir unter uns sind. Nicht? Aber bitte, wollen Sie nicht auch bei uns bleiben? Darf ich noch ein Glas Cognac? Nein, ich darf nicht trinken. Oh, ja, natürlich, Dienstzeit ist aus. Ja, es ist eine Überstunde, da trinke ich. Mit der Überstunde müssen wir aufpassen. Nicht? Wenn sie uns das nächste Jahr schneiden, dann müssen wir heimgeschlafen. Ja, gut ist so. Da ist der Benefit. Ja, was sehe ich denn? Am Samstag ein Briefträger. Sie sind doch ein echter Briefträger, oder? Komm, sag General. Na, was? Ist doch bei Lafitte, ne? Ja, klar, steht doch an der Tür. Der Doktor steht, aber nicht Franz. Der Dr. Franz Lafitte, zum Sektionschef. Das ist unser Chef. Über einen Expressbrief und ein Telegramm. Was ist denn, von wem ist denn der Brief? Ja, schon, das geht Ihnen wirklich nichts an. Ne? Na, könnten Sie was ja sagen. Das ist gut, schon. Der Expressbrief ist von Pumfu. Und das Telegramm ist von Marbu. Ja, solche Sachen gibt's da gar nicht, nur in Afrika. Was heißt denn auch Marbu? Na, Bumfu. Na, Bumfu. Wissen Sie nicht, was das ist? Na, was ist Bumfu? Das ist eine Abkürzung. Für was? Bundesministerium für Unterricht. Darum ist das auch kein Brief, sondern ein Schreiben. Ach. Schauen Sie, das muss ich persönlich übergeben. Ist der Sektionschef, ist der jetzt zu sprechen? Da ist natürlich... Aber Sie können ihm jetzt nicht sprechen, weil wieso? Der Herr Grillparzer ist drinnen. Wer? Herr Grillparzer. Kommt der Herr Goethe auch noch? Haben Sie einen Humor, haben Sie, wie wenn Sie vom ORF warten? Nicht frech werden, gell? Schauen Sie, das ist jetzt der Herr Grillparzer. Ach so, Sie sind der berühmte Herr Grillparzer. Nein, ich bin der unberühmte, ich bin der Julius Grillparzer. Julius, ich bitte, das ist doch ein wichtiger, bedeutender Name. Ich meine, das steht mir überhaupt. Pointenfladerer. Also, wenn schon jeder Briefträger den Witz kennt, mache ich nimmer. Also, gehen Sie jetzt rein, Guten Tag, entschuldigen Sie vielmals, ja? Ja, bitte. Entschuldigen. Ich suche den Sektionschef Franz, Sektionschef Franz Lafitte. Ja, bitte, der bin ich, ja. Was ist sind denn? Ja. Naja, ich habe einen Brief von Bumfu und einen Brief von Marfu. Ah, ein Telegramm von Marfu und, ja, stimmt. Schaut, ich weiß schon, was Sie mit dem Bumfu meinen, nicht? War das natürlich ganz falsch, ne? Was? Ich war ja dort jahrzehntelang tätig. Das heißt, bitte richtig, BMFUKS.
Okay. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport. Sport? Ja. Ah ja, Sport. Ja, ja. Dabei. Ja, ja, klar. Ja, ja, ja. Na gut, also geben Sie her. Nein, Moment. Na. Bitte, eine Legitimation brauche ich. Ganz. Eine Legitimation? Ja, das ist. Also bitte schön, gut, da ist meine Frau. Ich ja, so. Danke, meine Frau, tut mir leid, aber das ist keine Legitimation. Nicht, nicht böse sein. Nein, nein. Aber haben Sie dann einen Führerschein, einen Ausweis? Also hören Sie, Sie merkwürdiger Postbote. Wieso merkwürdig ist eine Vorschrift? Bitte, sonst will ich nicht, nicht böse merkwürdig. Sein. Ich bin nicht böse, aber ja. Das ist eine merkwürdige Vorschrift. Ich bitte, ich erkläre Ihnen feierlich, ich bin der Bruder. Ja, 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 ich bin sein Bruder. Ja, na ja, es hat bald einer einen Bruder. Nein, wirklich, es also, tut mir leid, ich kann Ihnen das nicht ausdrücken. Ja, 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 also gut, bitteschön, ist Ihnen das lieber hier, hier haben Sie meinen Führerschein. Führerschein? Ja, ich weiß schon, es ist ein Jugendbild, bitte, ich hab halt schon lange einen Führerschein. Ja, vom links fahren, ne? Ist der. Ja, ja, danke Ihnen für diese Anmerkung. Also. Ja, also jetzt geben Sie schon den Brief her. Also bitteschön, bitte. So, ja. Also, mal schauen, so eine unfeine Art aufzumachen. Ah, der ist von der Frau Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport. Ja, interessiert also, nein, geht mir nichts an. Von der Bumfu persönlich, da wird der Bimbi schauen. Na, ach, bist du auch sein, willst du lesen? Nein, liest du ihn. Bitte schön, bitte schön. Also, ja, aha. Naja, die Frau Bundesminister schreibt, dass sie vom Bundeskanzleramt erst jetzt erfahren hat, dass ich das Jubiläum habe. Gratuliert mir auch sehr herzlich zu diesem Jubiläum, obwohl sie feststellen muss, dass das Ganze eigentlich verfrüht ist. Deswegen lache ich doch die ganze Zeit. Deswegen? Franz, du bist in den Staatsdienst am 24. November 1937 getreten. Und es ist heute der 24. Oktober. Der Gute hat ein besseres Gedächtnis als ich. Kann ich machen. Na, jetzt geben Sie noch ein Telegramm. Ja. So, mal sehen, was von dem Telegramm. Das ist das, wenn ich den Brief öffne, habe ich da drin liegen. Das ist dein eigener. Ja, ja, kann man so. Ja, bitte sehr. Nein, 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 ich kenne sie, ich kenne sie. Ah, Sie kennen sie eh nicht wahr? Ja, lese Brief auch nicht, muss ich also so lesen. Sehr geehrter lieber Sektionschef Lafitte, herzlichen Dank für Ihre oftmalige Einladung zu Ihrem Familientreffen jeden Samstag um 17 Uhr. Ich bin überzeugt, interessante und anregende Gespräche und Diskussionen in Ihrem werten erweiterten Familienkreis zu versäumen, muss Ihnen leider aber auch diesmal absagen. Denn auf mein Samstagnachmittagvergnügen kann und will ich nicht verzichten. Da muss ich mir im Fernsehen die liebe Familie anschauen. Versuchen Sie es doch auch einmal. Mit herzlichen Grüßen. Ihr Ernst Wolfram Mabo. Naja, also schau dir das an. Also der Bundeskanzler kommt nicht. Nein. Der Vizekanzler kommt nicht. Vom ORF kommt auch niemand. Oh ja, ich bin wieder mal der Einzige, der kommt. Ich darf jetzt ganz privat, oder auch vielleicht auch dienstlich, ich darf Ihnen allen, dem ganzen Team, auch der Technik und allen, die damit zu tun haben, herzlich gratulieren zur 200. Danke. Ich kann mir vorstellen, was es bedeutet, 200 Sendungen zu machen und noch immer spontan und wirklichkeitsnah zu sein. Ja. Und außerdem möchte ich mich bedanken, dass man mich hat mitspielen lassen als Dilettant. Also, ja, das sagen Sie nicht. Keine liebe Dienerei, aber spontan, nein. Sie haben gesagt, spontan sind Sie. Und nein, immer. Gott, ist das nein, ich muss ja Ihnen gratulieren, nicht Sie mir. Bevor es peinlich wird, bitte ein Sekt. Frau Sokol, kommen Sie da. Das ist richtig. Ja. Oh, na ja, das haben wir jetzt schon verabredet. Sehr schön. Bitte sehr, bitte. So, kommen Sie, Herr Briefträger. Ja, danke. Jetzt können wir dann ein bisschen. Bitte schön, Herr Briefträger. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Naja, also. Ja, Frau Sokol. Ja, Otti. Otti, irgendwann einmal der Elf. Also, bitte mit dir, lieber Kurt, kann ich in der lieben Familie nicht unentwegt Freude, aber bitte. Bitte verzeih mir, was ich dir antun. Ich halte es ja sogar mit der Sockel auf. Also, da kommt es mal auf die Asche. Ja, Frau Sockel, vielen Dank. Genau.
200 Mal haben wir schon unsere Dissertation. Doch, ein Idee.